Wir haben allein in Walldürn hier, würde ich sagen, ein paar Dutzend oder ein paar hundert Schichtarbeiter, deutschlandweit Hunderttausende. Und die haben ein ganz gestörtes Verhältnis mit ihrer Zirbeldrüse, also mit ihrem Rhythmus. Tag und Nacht ist da völlig aus den Fugen geraten. Und da will ich drüber sprechen in meinem Podcast. Was kann man denn noch machen, außer Schlaftabletten oder Milch mit Honig oder Alkohol? Früher haben sie immer gesagt, husch, husch, Schnaps und Drusch. Einige haben sich dann früh nach 6 Uhr nach der Nachtschicht einen reingeballert. Auch nicht gerade die beste Art, im Gegenteil. Und da will ich über ein paar naturheilkundliche Konzepte reden und über Melatonin. Und das ist ein mega, mega spannendes Thema. Und nicht nur bei Jetlag. Ja, und ist auch ein körpereigenes Hormon. Deswegen, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mal unten was rein in die Kommentare. Ich finde das Thema einfach nur mega. Bis dann, ich fahre jetzt hier nach Hettingen. Von Walldürn nach Hettingen. Ist das schön? Einen schönen Samstag.